Wir befinden uns mitten im Sommer. Das ist auch die Hauptarbeitszeit der österreichischen Wasserrettung. Das ist der Grund, warum wir Markus Breuhaupt, Landesleiter der österreichischen Wasserrettung in Kärnten, eingeladen haben, um eben über seine Arbeit zu sprechen. Herr Breuhaupt, wie viele Mitglieder hat die Wasserrettung in Kärnten? Ja, wir sind über 2000 Rettungsschwimmer, wobei sich 1200 aktiv betätigen und der Rest sind eben Kindermitglieder und Förderer, die uns finanziell unterstützen. Alle unsere Mitglieder sind ehrenamtlich tätig, wir haben nur im Büro, im Backoffice zwei bezahlte Mitarbeiterinnen, die uns die administrative Arbeit abnehmen. Wirklich sehr viele Mitglieder, das ist großartig. Obwohl die Wasserrettung für Sicherheit sorgt, ist auch das Verhalten der Menschen im und am Wasser wichtig. Woran kann man sich halten, um eben sich sicher im und am Wasser zu bewegen? Ja, da kann ich nur unsere 10 Baderegeln wieder hervorheben. Vielleicht die wichtigste, das Abkühlen vor dem Sprung ins kalte Wasser. Gerade wenn der Körper aufgehitzt wird, ist das eine starke Belastung für den ganzen Kreislauf und für das Herz. Und der zweite Sache ist die jetzige Trendsportart mit den Stand-Up-Paddleboards. Mit denen fahren Leute viel weiter in den See hinaus, als sie schwimmen würden. Hier ist es wichtig, dass man entweder das Board an sich selbst festbindet, dass man, wenn man ins Wasser fällt, das Board wieder hat. Oder eben nahe Ufer bleibt, sodass man im Notfall an Land schwimmen kann. Die Wasserrettung ist auch immer mehr bei Unwetterkatastrophen im Einsatz. Was genau ist Ihre Aufgabe dabei? Ja, diese Unwetterkatastrophen gehören mittlerweile schon zu einer Hauptaufgabe der Wasserrettung. Bereits 2014 waren wir in Bosnien bei einem Großeinsatz dabei und haben von dort sehr viel gelernt, was wir in den letzten Jahren in Kärnten anwenden konnten. Die Aufgabengebiete gehen von Evakuierungen, im Extremfall aber hauptsächlich Absicherung befreundeter Einsatzorganisationen, der Feuerwehr, den Mitarbeitern des Landes, wenn sie an den Bächen arbeiten, damit nicht unseren eigenen Einsatzkräften etwas passiert. Unsere Seherinnen und Seher interessiert, was macht die Wasserrettung im Winter? Ja, also die Wasserrettung ist mittlerweile ein Ganzjahresbetrieb. Also es ist zwar jetzt Hauptsaison, jedoch auch im Winter haben wir an den Flüssen, bei Verkehrsunfällen, bei Suchaktionen genug Einsätze abzuleisten und natürlich das ständige Training im Hallenbad über den Winter. Zum Schluss eine private Frage, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sind Sie da auch im und am Wasser unterwegs? Sehr viel am Wasser. Ich bin leidenschaftlicher Taucher, also eher unter Wasser unterwegs. Und wenn es einmal ein Abstand zum Wasser sein muss, dann in den Bergen Kärntens. Danke, Markus Breuhaupt, für die Einblicke in die Arbeit der österreichischen Wasserrettung. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.